Vielen Dank für die Einführung. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen von mir. Es freut mich wirklich, dass so viele da sind und dass anscheinend das Interesse am energieeffizienten Fahren dann doch ganz hoch ist. Jetzt ist ja der Vortrag betitelt mit das energieeffizienteste Fahrzeug der Welt. Das ist natürlich auch so eine Sache, die wir nebenbei mal so mitgenommen haben, einen Weltrekord aufgestellt. Also wir stehen jetzt auch im Guinness-Buch der Weltrekorde. Das ist allerdings gar nicht so das, was wir insgesamt machen, sondern wir bauen insgesamt jedes Jahr eines der energieeffizientesten Fahrzeuge der Welt und nehmen da an internationalen Wettbewerben teil. Und das, ja, diesen Weltrekord gäbe es eigentlich gar nicht, ohne dass wir diesen ganzen Rest drumherum machen würden. Deswegen würde ich das jetzt auch ein bisschen eher anders betiteln, das Too Fast Eco Team an sich. Da gehe ich dann auch noch ein bisschen hier die Agenda auf unsere Fahrzeuge ein, auf unseren ganz großen Fuhrpark. Dann weiter, ja, was sind wir und so, also das Team hinter dem Fahrzeug. Eine kleine Anleitung, wie baut man denn so ein Fahrzeug? Das ist natürlich schon ziemlich viel Zeit, was da drin steckt. Ziemlich viel Know-how auch und ziemlich viele schlaflose Nächte, kann man sagen. Dann ein bisschen weiter die aktuelle Saison. Das ist natürlich auch ganz interessant, weil TNG eben unser Sponsor ist für diese Saison. Und ja, vielen Dank dafür. Hoffentlich natürlich auch seid ihr nächste Saison wieder dabei. Das wäre super. Genau, deswegen sind wir eben hier. Dann gibt es noch einen interessanten Ausblick, wie es nächste Saison für uns weitergehen wird. Da gibt es nämlich wieder eine kleine Änderung. Gab schon diese Saison eine kleine Änderung, aber dazu dann später im Verlauf des Vortrags mehr. Das war, glaube ich, der falsche Knopf. Genau. Unsere Aufgabe ist es, eigentlich ganz einfach formuliert, in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Strecke zurückzulegen, aber dabei eben so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Hört sich an sich eigentlich ganz einfach an, allerdings gibt es da viel Optimierungspotenzial. Und das ist jetzt zum Beispiel eins unserer Autos aus den letzten paar Jahren. Man sieht, das ist ja sehr, sehr klein und sieht ganz anders aus wie so ein normales Auto. Dafür ist es wesentlich effizienter, kommen wir später dann auch noch drauf, unglaublich aerodynamisch. Und ja, es können Werte damit erreicht werden, die eigentlich so gar nicht vorstellbar sind für normale Autos. Deswegen gleich einfach mal so vorneweg. Später werden ein paar Zahlen kommen, die ein bisschen unglaubwürdig vielleicht klingen, aber das ist von den offiziellen Juroren von zum Beispiel Shell oder Guinness so nachgerechnet. Also die stimmen schon, auch wenn man da ein bisschen drüber stolpert. Was da auch einen großen Einfluss hat bei solchen Wettbewerben, ist eben die Strecke an sich. Das Auto an sich ist super optimiert, aber wenn eben die Strecke mal ein bisschen anders ist, weil wir fahren ja auch an verschiedenen Orten, dann kommen da auch ganz andere Werte teilweise raus. Es ist so, zum Beispiel in London gibt es einen riesigen Berg, in Frankreich auch, nicht ganz so stark, aber da merkt man dann auch quasi, dass die Ergebnisse dann doch recht unterschiedlich sind und ja, das hat eben einen sehr großen Einfluss. Was gibt es denn da für Wettbewerbe? Also einmal, der ganz, ganz große ist der Shell Eco-Marathon. Der ist sogar historisch eigentlich ziemlich bedeutend, denn im Jahr 1939 hat sich eine Gruppe von ein paar Shell-Wissenschaftlern einfach mal zusammengefunden und eine Wette abgeschlossen, wer denn mit einem Liter Benzin am weitesten fahren kann. Das war damals, ja, die Ergebnisse, die waren schon gar nicht so schlecht. Das waren 21,12 Kilometer für einen Liter Benzin. Geht so, allerdings die nächsten paar Jahre haben die das immer wieder gemacht und die Ergebnisse haben sich drastisch verbessert. Das waren dann ungefähr 150 Kilometer mit einer Gallon, also ungefähr 4 Liter, bis dann ein paar Jahre drauf sogar 380. War ganz schön damals, allerdings natürlich noch mit normalen Autos. Was war da dabei? Opel, Fiat zum Beispiel. Da ging es eigentlich nur ums Fahren. Später dann wurde dann so ein richtiger internationaler Studentenwettbewerb irgendwann draus gemacht. Und da treten eben die ganzen technischen Hochschulen eigentlich der Welt gegeneinander an, um dann mit ihren Energieeffizienzfahrzeugen so unglaublich gute Werte rauszubekommen, die dann nochmal deutlich, deutlich drüber liegen. Bei diesen Shell Eco-Marathons sind es ungefähr jedes Jahr 200 Teams. Das ist hier so Teambild oder von den ganzen Teilnehmern vom letzten Jahr. Also die Konkurrenz ist auf jeden Fall groß, vor allem, weil da nicht einfach jedes Team mitmachen darf, sondern man muss natürlich auch entweder ein schon qualitativ hochwertiges Fahrzeug vorweisen oder, falls man einer von den Newcomern ist, kann man auch an sogenannten Challenger-Events teilnehmen. Da gibt es zum Beispiel
in Le Mans eins, auf der, oder neben der 24-Stunden-Rennstrecke. Und da ist es so, wenn man da gewinnt, dann darf man im nächsten Jahr sicher teilnehmen, weil man da gezeigt hat, oder nicht nur gewinnt, sondern einfach einen guten Lauf hingelegt hat, weil man da eben gezeigt hat, dass die Uni oder das Team das Know-how hat. Da haben wir letztes Jahr auch spaßhalber teilgenommen. Also wir hätten auch so oder so teilnehmen dürfen. Aber das ist einfach auch ein guter Test, dass man vor diesem richtigen, ja, qualitativ hochwertigen Shell Eco-Marathon nochmal das Auto unter Wettbewerbsbedingungen testet, schaut, wie das Team funktioniert und dann eben ja auch gerne mal ein, zwei Wochen mit sehr wenig Schlaf auskommt. Also das kann schon auch sein. Ist eine Herausforderung für, ja, vor allem für das Team, allerdings natürlich auch für das Auto an sich. Und da kann man auch schauen, ob dann quasi das Auto, ja, wettbewerbsgerecht ist, denn vor jedem Wettbewerb, bevor man auf die Strecke darf, gibt es eine Technical Inspection aus Sicherheitsgründen, damit halt nicht irgendwie während der Fahrt ein Auto, ja, stehen bleiben sollte und dann irgendwelche Crashs kommen oder ja irgendwas, keine Ahnung, anfangen sollte zu brennen, was leider auch manchmal passiert. Gibt es auch eine, ja, ganz schöne Anekdote eigentlich dazu. Man muss reglementtechnisch einen Feuerlöscher mit im Auto haben. Das ist unser zweitschwerstes Bauteil in diesen kleinen Elis, ist natürlich ein bisschen blöd für uns. Wiegt zwar trotzdem, also ist nur so ein ganz kleiner, wiegt zwar trotzdem, glaube ich, noch 1,5 Kilo, aber naja, muss man eben mitführen. Allerdings gibt es dann auf der anderen Seite noch diesen, ja, diesen Test, dass die Fahrer jeweils in unter 10 Sekunden aus dem Auto müssen. Und jetzt ist es so, Carbon ist eben so ein Leichtbaustoff, der eigentlich bei fast allen diesen Fahrzeugen verwendet wird. Brennt unglaublich gut. Man muss in 10 Sekunden raus sein, wenn ich dann als Fahrer nochmal rein sollte, um dann den Feuerlöscher zu holen. Also ich würde es nicht machen und um die ganze Strecke sind auch eben Leute mit Feuerlöschern verteilt. Ja, ist natürlich reglementtechnisch bedingt. Es gibt viele Einschränkungen vom Reglement. Muss man sich halt dran halten. Und da gibt es eben die Technical Inspection, dass da jeder eben gut dabei ist. Dann gibt es noch in Frankreich von einem französischen Autoclub einen ganz ähnlichen Wettbewerb, also inspiriert vom, ja, historisch traditionellen Shell Eco-Marathon. Hat eher einen Fokus auf, ja, französische Teams von französischen Hochschulen, dürfen allerdings, und das machen wir auch, Teams aus ganz Europa teilnehmen. Da sind wir auch ganz immer erfolgreich dabei. Da ganz rechts, da ist unser Team gerade mit unserem aktuellen Auto, also das Bild ist ziemlich neu, erst vor 2 Wochen oder so aufgenommen. Das ist ein bisschen anders. Da nehmen weniger Teams teil, weil es halt auch nur größtenteils auf Frankreich begrenzt sind. Es sind ungefähr immer 60. Auch reglementtechnisch ist es ein bisschen anders, weil man darf da als Prototyp, also diese kleinen Fahrzeuge, die sieht man ein bisschen im Hintergrund, darf man auch mit Solarzellen fahren, darf man jetzt beim Shell Eco Marathon nicht, weil das einfach ein bisschen unfair ist. Die Teams, die gerade bei einem Lauf gutes Wetter haben, sind natürlich besser dann. Die Teams, die mehr Geld haben, haben die besseren Solarzellen, sind auch besser. Deswegen macht man das in London eben nicht. Da darf man es noch machen, hat dann allerdings eine andere Wertung. Also wird nochmal extra mit reingerechnet, die Leistung, die man eben von der Sonne gewinnt. Tja, unser Team ist allerdings nicht nur das Eco-Team, sondern auch das Racing-Team. Wir sind ein großer Verein namens Too Fast. Wir wurden 2002 gegründet. Damals allerdings nur das Racing-Team. Also man hat damals auch nur einen, ja, Verbrenner gebaut. Die sehen dann so aus. Also wirklich kleine Formel-1-Wagen, kann man sagen. Mittlerweile baut das Racing-Team allerdings auch ein Elektrofahrzeug dazu. Gleichzeitig pro Jahr, also jeweils einen Verbrenner, jeweils ein Elektrofahrzeug. Und seit dieser Saison auch noch ein autonom fahrendes, ja, Rennfahrzeug. Genau. Auf der linken Seite sieht man eins unserer Fahrzeuge, eins unserer alten Fahrzeuge, muss man ja jetzt mittlerweile sagen, seit der neuen Saison. Unsere kleinen Elis, wie wir sie liebevoll nennen. Das sind eben diese prototypischen Fahrzeuge, die bei diesen Wettbewerben mitfahren. Das ist die eine Kategorie. Auf der anderen Seite gibt es noch die Kategorie Urban Concept. Das ist das, was wir diese Saison gemacht haben. Dazu später dann noch mehr. Das ist eigentlich, ja, eins der, ein größeres Fahrzeug, so dass es quasi straßentauglich ist. Und dass wir da die Effizienz, die wir hier erreichen, auf die Straße eben bringen. Allerdings muss man dazu sagen, diese Prototypen sind wesentlich effizienter nochmal. Man sieht ja, da ist alles hochoptimiert, Gewicht ist minimal, es gibt null Komfort, leider auch kein Kissen oder so für die Fahrerin. Ja, muss man damit leben. Was man auch noch dazu sagen kann,
ja, diese Autos sind sehr klein, zumindest unsere. Deswegen ja, passen da auch nur sehr wenige leichte Mädels rein. Laut Reglement müssen die mindestens 50 Kilogramm wiegen. Da unsere Fahrerinnen natürlich auch so engagiert sind wie wir, es ist auch bei uns eher genau 50 Kilogramm, weil drüber liegen wollen die natürlich auch nicht. Gibt da auch noch eine ganz interessante Story dazu. Letztes Jahr in London haben wir einfach nur aus, ja, wir hatten Zeit, bisschen weniger Gewicht ist immer effizienter, haben wir Schraubenhohlbohrungen durchgeführt und 16 Gramm gespart. Dafür hat die Fahrerin dann vielleicht mal einen Kaffee noch vorm Rennen bekommen. genau, das sind so die Autos, die wir eigentlich jedes Jahr immer in diesem Verein bauen. Also mittlerweile kann man sagen, jedes Jahr werden 4 Autos gebaut oder 3,5, weil das autonome Fahrzeug baut quasi von der Hardware, vom Chassis, baut es auf den alten auf. Aber genau, das ist eigentlich so, was wir so machen. Und wir machen das ja, aus Spaß am Lernen, aus Spaß an der Herausforderung. Und wir wollen einfach so unsere Ziele verwirklichen, was wir eben machen wollen. Alles in Rennsport begeistert. Und da gibt es eben auch von unserem Professor Lienkamp, der hat am Rollout vom Racing Team einen schönen Spruch gemacht, den möchte ich gerne wiederholen. Er hat eingeleitet mit, ja, die Studenten vom Too Fast Team. Ich sage jetzt extra Studenten, weil Studierende sind die meistens eher nicht. Sie sind zwar an der Uni eingeschrieben, aber in die Vorlesungen gehen sie eher selten. Die stehen eher in der Werkstatt. Ist wirklich so, geht viel Zeit drauf. Noten sind dann natürlich auch entsprechend ein klein wenig schlechter, aber das ist ja auch so, da lernt man extrem viel, was man dann meistens in der Klausur einfach hinschreiben kann und dann war's das, da muss man halt nicht in die Vorlesung. Hat natürlich auch Vorteile und es macht viel mehr Spaß, als da irgendwie mal drin zu sitzen und mitzuschreiben. Genau, dann habe ich noch ein kleines Video, ne, das hängt hier ein bisschen. Ein kleines Video, denn jetzt wisst ihr ungefähr, was wir tun. Jetzt ist es natürlich interessant, wo wir das tun, wo wir arbeiten, wie wir leben praktisch, weil teilweise verbringen wir echt mehr Zeit in der Werkstatt als daheim. Vor allem vor Wettbewerben ist es so, dass ja, man fährt eigentlich nur noch zum Schlafen heim und zum Essen, wenn es mal hochkommt. Und ja, viel Spaß, wenn ich es zusammenbringe. Ja, nee, ich kann nicht nach rechts. Doch, jetzt hat. Ah, okay, super. Also, das ist ein bisschen so das Gelände, wo wir unterwegs sind. Zumindest eine unserer 2 Werkstätten. Genau, wir haben 2 Werkstätten von der Universität. Für die eine müssen wir zwar immer noch zahlen, aber ein bisschen billiger. Zusätzlich haben wir noch ein Büro, wo natürlich die ganze Konstruktionsarbeit und ja, das Organisatorische einfach stattfindet, ist allerdings auch schon ein bisschen zu klein. Hier sieht man zumindest die rechte Hälfte von diesem Gebäude, ist unsere Werkstatt. Wo wir auch öfter mal unterwegs sind, ist hier der Makerspace, der Unternehmertum. Und insgesamt ist das Gelände das Gate Garfing, nennt sich das. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört. So, jetzt schauen wir mal rein in unsere Werkstatt. Sieht man jetzt erstmal links den Verbrenner des Racing Teams in der Box. Dann das Elektrofahrzeug und dann ganz am Ende sind dann noch wir mit drin. Natürlich immer fleißig am Arbeiten. Und hier sieht man mal, dass ja, einfach ein bisschen das Zusammenbauen, das Assemblieren von unserem Fahrzeug, nachdem dann alle Komponenten irgendwie so nacheinander fertiggestellt sind, wird es zu einem Fahrzeug eben zusammengeschraubt. Dauert auch seine Zeit, weil da eben viele Kleinigkeiten noch anfallen. Wenn es irgendwie Fertigungsungenauigkeiten gab, dann muss man das noch per Hand ein bisschen nachmachen. Die Räder dran, damit es natürlich auch fährt.
hier kann man, glaube ich, auch ganz gut erkennen, das ist ein deutlich größeres Fahrzeug als die Prototypen auf den Bildern gerade, ist eben dieses Urban Concept von dieser Saison. Ja, und das ist unser Teamleiter und der geht den ganz berühmten Weg von der einen Werkstatt zur anderen. Den muss man wahrscheinlich ungefähr 10-mal am Tag laufen. Wird dann auch irgendwann anstrengend. Wir haben uns schon überlegt, ob wir uns Roller zulegen, aber irgendwie, naja. Also so kleine City-Roller wäre ganz cool eigentlich. Genau, und da kommt jetzt dann gleich die E-Werkstatt, so heißt das. Da werden eigentlich alle Carbonfertigungsmaßnahmen durchgeführt. Also das Laminieren, das Stencilen und alles, was da dazu gehört. So, und wir legen natürlich auch ganz großen Wert darauf, dass wir möglichst alles, was irgendwie geht, dass wir das selber machen, weil wir wollen da viel dazulernen. Das sind jetzt zum Beispiel Formen, wo dann das Carbon reinlaminiert wird. Und genau, wir gehen also nicht irgendwie zu Firmen und sagen dann, ja, wir brauchen genau dieses Teil und ja, macht uns das mal. Muss man natürlich bei manchen Teilen auch machen, weil das einfach an der Uni nicht möglich ist. Aber was irgendwie geht, machen wir schon selber. Und da sieht man die Folien, da kommt dann eine Membran rein, später dann die Carbonlagen drauf, nochmal eine Membran. Das Ganze kommt dann in eine luftdichte Verpackung und dann wird das ja zum Schluss einmal im Ofen gebacken. So, wie komme ich hier jetzt wieder zurück? Ah ja, ich habe schon. Aber falsche Folie. Genau, und wir haben gleich. Einen Moment, hoffe ich. Genau, wir haben nämlich auch einen ganz großen Fuhrpark. Angefangen hat es allerdings ganz anders, muss man sagen. Im Jahr 2011, also wir wurden 2009 gegründet, also das Eco-Team an sich. 2011 war dann unser erster internationaler Auftritt mit einem Fahrzeug namens HTU11. Das können Sie jetzt nicht wissen, allerdings benennen wir unsere prototypischen Fahrzeuge immer mit Eli und dann dieser Jahreszahl hinten dran von der Saison. Das ist HTU11. 11 ist natürlich von 2011. H steht allerdings für Wasserstoff. Also wir haben nicht immer Elektrofahrzeuge gebaut, sondern haben eben erst mal so angefangen. Wir haben allerdings dann recht schnell gemerkt, dass wir da nicht ganz so zufrieden sind und haben dann den Umschwung geschafft auf Elektrofahrzeuge. Hat auch den Vorteil, dass die noch mal viel effizienter sind und viel zuverlässiger als Wasserstofffahrzeuge. Deswegen setzen die sich eigentlich auch bei den Wettbewerben immer ganz gut durch. Allerdings muss man dazu sagen, die fahren in verschiedenen Kategorien. Also es gibt pro Wasserstoff, also in der Wasserstoffkategorie quasi einen Gewinner, Elektrokategorie einen Gewinner und Verbrenner auch. Einen Overall-Winner gibt es dann auch immer und das ist normalerweise immer das Elektrofahrzeug. Und wenn wir mal wieder einen guten Tag haben, dann auch oftmals wir. Genau, dann ging es allerdings weiter mit diesem Umschwung zu den Elektrofahrzeugen, prototypischen Elektrofahrzeugen mit Eli 12. Das war auch erst unser erster Versuch, dann quasi mit Elektrofahrzeugen auf internationalen Wettbewerben mitzumachen. Deswegen hat auch erst quasi diese große Erfolgsserie mit Eli 12 Plus begonnen. Hier sieht man eben noch Eli 12 Plus, hat allerdings das gleiche Chassis wie HTU11 und Eli 12, wurde allerdings entsprechend verbessert und zum Schluss auch noch mit Solarzellen ausgestattet. Ein paar Eckdaten dazu, dieses ganze Ding wiegt 26 Kilo, also ist, glaube ich, ganz ordentlich und auch stabil. Die Reifen sind ziemlich cool, das sind schlauchlose CFK-Hohlkammerfelgen, nennt sich das, natürlich auch selbst hergestellt. Tubeless hat die Herausforderung eben, dass da keiner von diesen Luftschläuchen drin ist, sondern man eben ohne diesen fährt. Dafür hat man so eine Dichtungsmasse mit drin. Ja. Das Ganze ist eine Hinterachslenkung und Antrieb. Lenkung geht über Bowdenzüge. Ansonsten noch alles natürlich mit CFK gemacht, also Kohlefaserverstärkter Kunststoff. Das ist einfach unglaublich leicht. Der Rest, was eben nicht damit gemacht werden konnte, mit Aluminium, genauso Aluminium-Profile drin, Aluminium-Waben, um dann die ganze Stabilität noch etwas hochzutreiben. Also diese Fahrzeuge sind unglaublich stabil. Wir sind dann, kommt später noch ein Bild, oder kein Bild, aber von dem Fahrzeug. Wir sind auch letzte Saison mal mit deutlich über 30 km/h frontal gegen eine Bande gefahren. Hat dem Auto jetzt nicht so viel ausgemacht, der Bande vielleicht eher mehr.
Ja, letzten Endes bei unserem Auto war ein Aufkleber an der Frontscheibe oder unter der Frontscheibe etwas zerkratzt. Ansonsten konnten wir danach gleich weiterfahren. Genau, das Ganze ist allerdings noch mit Pre-Preg gemacht. Ist eine besondere Art. Also Kunststoff oder CFK wird ja gefertigt oder hergestellt eben einmal durch der Carbon oder Carbonlagen an sich und Harz. Das wird dann zusammengebracht, schön quasi vermischt, reingesogen und dann gebacken. Bei Pre-Preg ist allerdings diese Mischung schon perfekt da beim Kaufen und da kann man dann eigentlich dieses optimale Carbon-Harz-Verhältnis super herstellen. Das Ganze wird angetrieben über eine Stirnradverzahnung, über einen Motor, der auch mit Energierekuperation arbeiten kann. Also wir können beim Bremsen auch wieder ein bisschen Energie zurückgewinnen. Geht natürlich alles wieder um Energieeffizienz. Da waren wir dann auch ein bisschen erfolgreich mit Eli 12, haben beim SEM in London, also Shell Eco Marathon, den zweiten Platz im Battery Electric Prototype eingefahren, beziehungsweise dann mit Eli 12 beim Solar Race den dritten Platz und haben dann auch den Technical Innovation Award bekommen. Der Wert vom zweiten Platz beim SEM war bei knapp 1000 Kilometer pro Kilowattstunde, kann man sich nur schwer meistens was darunter vorstellen. Deswegen wird es noch umgerechnet auf den Energiegehalt eines Liters Benzin. Der liegt bei 8500. Wir haben allerdings auch noch ein paar mehr hingebracht. Also das heißt praktisch, wir können rein rechnerisch mit diesem Fahrzeug, damit man sich es vorstellen kann, 8500 Kilometer mit einem Liter Benzin zurücklegen, was natürlich ein bisschen mehr ist als das, was die meisten anderen Fahrzeuge können, ist natürlich auch der Fokus auf Energieeffizienz. Dann ging es allerdings schon ganz cool weiter, und zwar mit Eli 14. Ist ein bisschen schwerer geworden, ist ein richtig gutes Elektrofahrzeug, vor allem die Hinterachslenkung und Antrieb und die hintere Schwinge ist besonders toll eigentlich, weil die beim Lenken unterstützt. Das heißt, dass Spur und Sturz beim Lenken nochmal extra optimiert werden. Also Spur heißt, das Rad dreht sich entsprechend der Lenkrichtung nochmal mit. Sturz heißt, das Rad legt sich praktisch in die Kurve, kann man so sagen. Ist noch ein bisschen effizienter, auch ganz cool. Und das ist eben dieses berühmte Weltrekordfahrzeug, weswegen der Titel von dieser Veranstaltung so gewählt wurde, das energieeffizienteste Fahrzeug der Welt. Also das ist es. Der Weltrekord wurde allerdings erst später aufgestellt, letztes Jahr 2016, da kommt dann später noch ein bisschen was. Dann ging es weiter, komplett neu konstruiertes Chassis, hat jemand eine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Also da sind einige aerodynamische Aspekte auch mit drin, auf die man so gar nicht kommen würde. Auf- und Abtrieb zum Beispiel ist da auch mit berücksichtigt, dass halt die Last auf die Straße möglichst optimiert da ist. 26,5 Kilo, ganz in Ordnung, ein bisschen leichter als Eli 14. Was man hier allerdings gut sehen kann, es sind außenliegende Räder, ist an sich aerodynamisch nicht so klug. Mussten wir allerdings machen, weil die von Shell haben ihr Reglement geändert, da vorher ziemlich viele Fahrzeuge in der Kurve umgekippt sind, weil einfach der Radstand zu weit oder zu eng war. Deswegen musste man jetzt einen minimalen Radstand oder wurde der vergrößert. Ist die Überlegung, ob man dann quasi insgesamt das Fahrzeug breiter baut oder so außenliegende Räder mit Radkästen macht. Wir haben uns dann für Letzteres entschieden, weil es einfach cool ist und wir das können. Ein ganz großer Fokus war da auch auf die Zuverlässigkeit zu achten. Also dieses Fahrzeug, da eben das Vorgängerfahrzeug manchmal eben nicht so ganz zuverlässig war und ein paar kleine Kindheitsfehler hatte, haben wir da eben einen größeren Fokus drauf gelegt. Erfolgreich waren wir da, glaube ich, auch ganz gut. Bei dem wichtigen Wettbewerb beim Shell Eco Marathon sogar den ersten Platz in Battery Electric Prototype. Da waren es 1888 Kilometer pro Kilowattstunde und es sind ungefähr 16.000 Kilometer pro Liter. Muss man allerdings sagen, damals noch mit Solarzellen, deswegen ist dieser Wert auch noch mal etwas höher als der dann später vom Weltrekord und ist halt dann so. Beim Eduque Eco auch erster Platz, Battery Electric Prototype, auch wieder gleiche Kategorie, allerdings da gibt es noch den Grand Prix dazu, also wir waren wirklich das energieeffizienteste Fahrzeug auf diesem ganzen Wettbewerb. Zusätzlich noch ein paar Off-Track Awards, Technical Innovation Award, für die Ingenieursleistung, die bei der Entwicklung und Fertigung des 860 Gramm schweren Querträgers geleistet wurde. Also quasi das Teil zwischen den
zwischen den Radkästen. Genau, es gibt da ja auch immer noch so für besondere Leistungen im Team eben so diese Off-Track Awards. Zusätzlich gab es dann noch Best Motorization Award und den Design Award. Der Design Award ist eigentlich immer der beliebteste. Das ist jetzt nicht nur quasi das Aussehen, sondern auch, ja, was da von der Fertigungsleistung dahinter steht. Den Design Award gab es auch beim Shell Eco Marathon und da haben sie ja dazu geschrieben, ja, die Ansätze, die wir verfolgen, die erinnern schon sehr stark an das Formel 1 Niveau und ich glaube, das ist quasi eins der größten Lobesworte, die man da von Shell bekommen kann. Dann ging es weiter, weil sich das Chassis so bewährt hat mit Eli 16, das ist jetzt von der letzten Saison, noch ein bisschen allerdings optimiert, aerodynamisch noch ein bisschen angepasst, konnte man allerdings gar nicht mehr so viel machen, weil es war schon ziemlich gut. Allerdings, was richtig gut war, dieses Auto ist bei gleicher Steifigkeit nur noch 24 Kilo schwer, ist eine ja schon eigentlich ganz gute Leistung. Was auch noch ja, hervorzuheben ist, wir haben in diesem Auto einen handgewickelten Silberdrahtmotor mit drin. Silber deswegen, damit der ohmsche Widerstand ein bisschen geringer ist als bei Kupfer, deswegen die elektrischen Verluste auch ein bisschen kleiner sind und wir achten da auch eben auf solche Sachen. Also wie gesagt, hochoptimierte Fahrzeuge, die man eben so wahrscheinlich vielleicht sogar nie kaufen werden kann. Anders beim Urban Concept, da ist es dann doch eher ja, Richtung Straße. Genau, ansonsten Fahrwerksteile wurden nochmal alles überarbeitet. Ja, auch wieder ein bisschen so die Erfolgsserie fortgesetzt. Haben wir den dritten Platz beim Shell Eco Marathon in London geholt mit ja, 1400 Kilometer pro Kilowattstunde und 12.000 Kilometer pro Liter Benzin. Ja, glaube ich ganz gut. Dann auch wieder Edugeco erster Platz, den nehmen wir irgendwie immer so nebenbei mit und auch den Grand Prix ist halt so typisch, ja, Münchner Hochschule, die wollen natürlich schon immer ganz vorne dabei sein. Und noch den MathWorks MATLAB Award für die beste, Entschuldigung, für die beste Simulation, weil dieses Fahrzeug hat ja Ansätze von, ja, autonomes Fahren ist fast ein bisschen übertrieben. Eigentlich ist da ein sogenannter Fahrautomat eingebaut. Das heißt, wir haben vorher ja, die komplette Strecke einmal ein mathematisches Modell gepackt, dann unser Auto mathematisches Modell und dann einmal simuliert, wie denn die effizienteste Fahrweise für diese Strecke wäre. Haben dann die Ergebnisse in unser Auto eingespeist und dieses Auto ist dann einfach diese Strecke abgefahren. Zumindest von der Geschwindigkeit her. Wir hatten leider keine Servomotoren oder keinen Platz für Servomotoren für die Lenkung, weil sonst wäre es einfach so gewesen, ja, die Fahrerin setzt sich rein und drückt auf Start und es geht und dann sind wir im Ziel. Leider nicht, also lenken musste sie selber noch. Dann gab es noch so ein paar kleine Features, also zum Überholen konnte sie noch ein bisschen übersteuern. Der hat es dann auch wieder ausgeglichen. Letzten Endes hat der auch deutlich noch was gebracht, dieser Fahrautomat. Also wir waren stellenweise doch noch mal deutlich effizienter unterwegs, als so ein Mensch das alleine machen könnte. Genau, und das ist eben so, dass man da ein bisschen mit Computerunterstützung noch ein bisschen was rausholen kann. Allerdings braucht man natürlich im Team auch das Know-how dafür. Also ganz cool eigentlich. Dann ging es weiter eben in der letzten Saison mit dem Weltrekord. Ja, dazu hat man eben Eli 14 genommen. Warum? Weil das eben noch die innenliegenden Räder hatte. Die innenliegenden Räder sind ungefähr, ja, machen das Auto insgesamt 10% aerodynamischer. Das eben damals war noch nicht diese Reglementänderung von Shell bei diesen Wettbewerben und es war noch möglich. Das Ganze hat man allerdings noch aufgerüstet mit der Technologie von dem anderen Fahrzeug, gerade mit Eli 16. Also da war dann auch ein Silberdrahtmotor drin, Keramiklager, weil die noch einen kleineren Rollwiderstand haben, energieoptimierte Steuerelektronik wurde auch noch eingebaut, überarbeitetes Umrichterdesign, also da wurde nochmal ja, deutlich was dran gemacht. Der Antrieb wurde nochmal neu ausgelegt, verbessertes Lagerkonzept eben, was gibt es so noch, gewichtsreduzierte Felgen auch noch ein bisschen und genau, das Ganze wurde ausgeführt auf einer geheimen Audi-Teststrecke, ich weiß selber gar nicht, wo das war, weil da war ich nicht dabei, das sind unsere Alumni, die damals noch quasi von Eli 14 übrig geblieben sind. Ja, und jetzt die Werte eben, ist glaube ich auch ganz gut, die 11.000 Kilometer pro Liter Benzin ohne Solarzellen, muss man dann sagen, weil vorhin waren schon ein paar Werte dabei, die waren etwas höher, allerdings natürlich so mit diesem Unfair-Faktor Solarzellen dabei.
wenn man sich das mal so vorstellt, das wäre von München bis nach Kapstadt mit einem Liter Benzin, kann man natürlich sagen, ja, ist ja unlogisch, das sind Alpen und Wasser und so. Wo man allerdings da nichts dagegen sagen kann, ist der Literverbrauch auf 100 Kilometer. Wenn Sie sich jetzt Ihr eigenes Auto daheim vorstellen, wo liegt der? Naja, deutlich höher. Wir sind bei 0,009127. Also praktisch eigentlich nichts. Ist, glaube ich, auch ganz beeindruckend. Und deswegen eben diese Zahlen, die, wo ich schon gesagt habe, sie wirken vielleicht ein bisschen unrealistisch. Aber wie gesagt, von Guinness abgenommen, sollte also alles so mit guten Dingen berechnet worden sein. Und da wurde dann noch mal drüber geschaut. Shell macht das ja auch schon seit Jahren. Das Ganze ist allerdings, muss man mit Vorsicht genießen, diese Umrechnungen, weil das ist natürlich nur ein idealisierter Wert. Entschuldigung. Da dieser eine Liter Benzin natürlich noch mal deutlich schwerer ist, wenn man hier dieses Gesamtgewicht vom Fahrzeug so in Relation betrachtet, dann ist es natürlich so, Verbrennermotoren sind wesentlich energieineffizienter als Elektromotoren und deswegen kann man das eigentlich so, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten, diese Umrechnungen auf Liter. Also der richtig genaue Wert sind diese 1232 Kilometer pro Kilowattstunde. Nachteil ist halt, da kann sich keiner was drunter vorstellen. So, und da wir jetzt wirklich mit diesem, mit der letzten Saison alles erreicht haben, also eine unglaubliche Erfolgsserie mit den prototypischen Fahrzeugen, dann noch einen Weltrekord obendrauf gesetzt, haben wir uns dann überlegt, wenn wir jetzt da weitermachen würden mit diesen Prototypen, da könnten wir eigentlich gar nicht mehr so viel verbessern. Also das wäre ein paar kleine Änderungen noch und dann jedes Jahr trotzdem noch ein Auto bauen. Geht irgendwie der Witz verloren, man lernt nicht mehr so viel dazu. Ja, deswegen machen wir eben eine ganz neue Kategorie, ein bisschen Know-how wieder sich anarbeiten und das ist eben dieses Urban Concept. Was kann denn das? Laut Reglement braucht es jetzt 4 Räder, obwohl 3 Räder wesentlich effizienter wären, ist natürlich deutlich größer und insgesamt näher am Stadtauto. Die Herausforderung bei den Wettbewerben ist nochmal ein bisschen anders, weil es ein Start-Stopp-Vorgang ist. Das heißt, man muss jede Runde einmal anhalten und wieder anfahren und das ist eigentlich der Teil vom Wettbewerb, der extrem viel Energie verbraucht. Deswegen sind natürlich auch da die Wettbewerbswerte später deutlich schlechter, also nicht enttäuscht sein, aber es ist ja auch logisch, das Fahrzeug ist wesentlich größer, wesentlich schwerer natürlich auch, kommt dann später, es ist, nehme ich mal noch nicht vorweg. Das Ganze ist natürlich auch für einen Fahrer mit einer aufrechten Sitzposition und dann gibt es noch so, auch laut Reglement, so kleine witzige Anforderungen. Das Ding braucht zum Beispiel einen Scheibenwischer, damit es eben im Regen theoretisch fahren kann. Dann braucht es noch Lichter und Blinker. Also wir haben da echt viel eingebaut. Allerdings, keine Sitzheizung. Also da muss man auch ein bisschen leiden. Hinter jedem guten Auto steht natürlich auch ein gutes Team. Also wir sind ungefähr 45 Leute, aktive Mitglieder. Unser Durchschnittsalter ist unglaublich jung, ungefähr 20,5 Jahre. Und das Know-how wurde von dem letzten, von den prototypischen Fahrzeugen, insgesamt mit 24 von diesen 45 Mitgliedern eben auf dieses Fahrzeug übertragen. Und da sind wir ganz verschiedene Studienrichtungen. Ich selber studiere Informatik. Wir haben viele Maschinenbauer unter uns, Elektrotechniker, allerdings natürlich auch ein paar ganz andere Studiengänge und dann noch in der Organisationsstruktur meistens Atom-BWLer. Das Ganze teilt sich in 3 bis 4 Gruppen auf. Einmal eben Orga, einmal mit dem Teamleiter. Und dann darunter gibt es noch den technischen Leiter, der ist heute auch da. Auch der nächstjährige technische Leiter hat sich im Publikum versteckt, den können Sie dann auch ein bisschen noch ausfragen. Dann gibt es einmal das Antriebsteam, das Chassis-Team und das Fahrwerksteam und da komme ich dann gleich noch mit drauf. Der Saisonplan ist eigentlich relativ erstaunlich. Wir schaffen es nämlich innerhalb von einem Jahr komplett Entwicklung und Fertigung von einem Fahrzeug zu machen. Große Autohersteller brauchen da mindestens schon mal 5 Jahre dafür. Die Fertigung an sich, die Herstellung, dauert bei uns 9 Monate. Und da, ansonsten erstmal planen, definieren, was machen wir, CAD ein bisschen am PC erstmal, dann realisieren, die ganzen Teile fertigen, selbst fertigen oder fertigen lassen, dann zusammenbauen. Und zum Schluss, nach dem Testen, kommen natürlich die Wettbewerbe. Und jetzt möchte ich Sie einmal noch kurz da durchbegleiten. Anfangen tut natürlich alles am PC mit ganz groben Modellen erstmal.
hier sieht man schon eigentlich fast das fertige Fahrzeug mit so ja, bestimmten Anforderungen. Das ist zum Beispiel der Berg, dass wir auch vorne nicht aufsetzen. Dann die Größe ist ungefähr fix und dann wird es ganz iterativ immer weiter gemacht. Immer verfeinert, erst die Einzelbauteile und in diesem Masterpart wird dann alles zusammengefügt und da ist dann alles drin. Es sind insgesamt bei uns über 1800 Bauteile, also ist, glaube ich, doch ganz ordentlich. Das Ganze wird dann, wenn man hier ein halbwegs gutes Masterpart hat, natürlich einmal aerodynamisch simuliert. Und es geht dann auch immer wieder hin und her, dass diese Erkenntnisse dann wieder zurück ins CAD mit einfließen. Und das Ganze haben wir insgesamt 70 Mal gemacht bei diesem Auto, also 70 Iterationen. Was man hier fairerweise dazu sagen muss, das untere Bild ist eins von den älteren Versionen. Also wenn sich da jemand ein bisschen mit aerodynamischen Simulationen auskennt, das ist nicht das Optimum, was wir erreicht hatten. Unser CW-Wert, das ist das, was man quasi hier optimieren will, liegt bei deutlich unter 0,2. Damit man so eine kleine Relation hat, die guten Serienfahrzeuge, die wirklich guten Serienfahrzeuge, die haben 0,23. Allerdings 0,2 ist das, wo alle Autohersteller quasi hinwollen und wir sind nochmal deutlich drunter. Das Ganze machen wir mit ausgemusterten Clusterrechnern vom LRZ und deswegen haben wir ja, mehr Rechenleistung als die meisten Lehrstühle an der TU und nutzen die auch entsprechend aus. Dann, was dabei rauskommt, ja, einmal das Chassis. Das ist kein Monocoque, das heißt quasi ein, ja, das ist das Chassis aus einer Form, sondern das ist zusammengeklebt mit einem abnehmbaren Vorder- und Hinterbau, damit man eben gut an die ja, Antriebs- und Fahrwerksteile drankommt. Natürlich auch wieder aus CFK und aerodynamisch optimierte Form. Bei dem Fahrwerk ist es so, wir haben einen Doppelquerlenker als Vorderachse. Das wird normalerweise in den Premium-Modellen von großen Autoherstellern verbaut. Dann haben wir eine Starrachse als Hinterachse, die wird normalerweise in LKWs verbaut. Und jetzt haben wir es dann quasi in diesem Auto geschafft, ja, die Premium-Fahrzeuge, die Technologie, die da drin verbaut ist, mit LKW-Technologie zu kreuzen. Und das Ganze wird dann noch vervollständigt durch ja, die hochtechnologischen Anfertigungen von Stoßdämpfern und Bremsen von einem Fahrrad, weil das halt doch ein bisschen leichter ist. Die Reifen die sind relativ flexibel, beziehungsweise die Aufhängung, da kann man viele Laufparameter einstellen, was auch sehr wichtig ist und beim Testen dann gemacht wird, damit man eben noch weniger Reibung auf die Straße bringt. Dann gibt es natürlich noch die Motorgruppe, man sieht hier auch wieder dieses Hohlrad, da gibt es einmal den Motor dazu, das ist eine Übersetzung von 8,333 Periode 3 zu 1, insgesamt eine Nennleistung, wir haben zwei Motoren, einen links und rechts, unabhängig, ist bei 430 Watt. Allerdings, was wir verbrauchen, sind 60 Watt bei 30 km/h ungefähr. Ist soweit erstaunlich, weil dieses Fahrzeug ungefähr 100 Kilogramm wiegt. Also mehr als doppelt so viel als diese Eli-Fahrzeuge. Allerdings nur quasi doppelt so viel verbrauchen. Haben wir uns also auch nochmal eigentlich gesteigert. Das Ganze kann dann auch noch rekuperieren beim Bremsen, also ein bisschen Energie wieder zurückgewinnen. Wie macht man dann das? Ja, das Chassis wird so gebaut, also ganz wieder fleißig. Erstmal angefangen, man konstruiert das Bauteil, dann macht man eine Form aus Holz oder Schaum. Das wird dann ganz das Ganze nachbearbeitet, damit man eine schöne glatte Oberfläche hat. Und dann kommt eben einmal eine ja, luftdurchlässige Membran, die allerdings weder Harz noch Carbon durchlässt natürlich. Dann diese Carbonfolien rein, nochmal eine Membran drauf, damit man da insgesamt die Luft rausziehen kann. Das Ganze wird dann in eine luftdichte Tüte verpackt, dann in einen Autoklaven bzw. Ofen gesteckt und unter Vakuum das Harz reingezogen, gebacken und dann kommt zum Schluss sowas raus. Muss man allerdings noch ein bisschen nachbearbeiten, wie man hier sieht, und es staubt auch ein bisschen. Beim Fahrwerk ist das Ganze ein bisschen anders. Da ist eher der Fokus auf der Konstruktion der Teile an sich, hochoptimiert und hochleicht, muss natürlich auch entsprechend stabil sein. Viele Teile kann man, oder einige Teile kann man selber fräsen oder drehen. Manche sind allerdings so komplex, dass wir da ja, die Sponsorenunterstützung von Fertigern brauchen. Und letzten Endes ist es da dann noch ein Zusammenbauen. Beim Antrieb, auch wenn es ein bisschen anders klingt, wir machen nicht nur den Motor und ja, was damit zusammenhängt, sondern auch Platinen und die Software, damit halt das Auto ein bisschen lebt quasi. Wir stellen auch die Platinen komplett selber her, also kein fertiger Raspberry Pi oder so, machen wir erstmal am PC eben layouten, dann bekommen wir so einen Rohling und dann alles bestücken. Es gibt auch eine ganz coole Anekdote dazu. Bei Too Fast habe ich löten gelernt, allerdings nicht so, wie jeder normale Mensch anfängt und erstmal zwei Drähte zusammenlötet. Nein, mein erstes Bauteil war ein Mikroprozessor und zwar nicht nur diese mit 8 Pins oder so, sondern die mit mehreren hundert. Hat allerdings aufs erste Mal funktioniert.
Wenn dann alles fertig ist, dann kommt das große Rollout. Das ist immer ja, eine der größten Veranstaltungen im Jahr, war auch TNG natürlich wieder dabei. Ich glaube, das kam sehr gut an. Alle Teammitglieder sind natürlich aufgeregt. Und das ist quasi der Moment, wo dieses Auto der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Vorher hat man ja auch nie irgendwie gesehen, wie das aussieht. Allerdings, genau, vorher ist es nie gerollt. Das Testen kommt danach. Da waren wir dann unter anderem am Flughafen München, am Audi-Testgelände und natürlich, weil es vor der Haustür liegt, an der Uni. Da ja, fährt man das erste Mal richtig rum, ein bisschen die Fahrer ja, ans Auto gewöhnen lassen, damit die eben auf dem Wettbewerb ihre optimale Leistung abrufen können. Und dann muss natürlich alles Mögliche an Tests gemacht werden. Bremstests, Ausrolltests, damit man die entsprechenden Parameter für eine Simulation später hat, damit man weiß, wie sich das Auto auf der Straße verhält, damit man dann nochmal die Fahrstrategie optimieren kann. Ja, jetzt wissen Sie, was denn unser Auto oder wie das so hergestellt wird. Und das sind jetzt ein paar technische Daten wieder dazu. 103 Kilogramm wiegt das Ganze plus 70 Kilo Fahrer, also deutlich schwerer als diese kleinen prototypischen Fahrzeuge. Wir haben zwei unabhängige Elektromotoren hinten, vorne eben den Doppelquerlenker, habe ich gerade schon gesagt. Und Rekuperation ist auch möglich. Da ist der ganz große Fokus bei diesem Auto auf Sicherheit, dann erst Effizienz, weil wir wollen natürlich, dass es unseren Fahrern gut geht und zum Schluss natürlich auch noch die Zuverlässigkeit, dass es auch für die Zukunft gewahrt ist. Jetzt habe ich allerdings auch noch die Preisliste quasi freigelassen, weil die Wettbewerbe, die waren erst die letzten zwei Wochen, also ganz frisch. Hier sieht man so ein paar Impressionen davon in London, in Frankreich auch ein bisschen. War eine sehr spannende Zeit, wo man sehr viel Zeit rein investiert. Die große Herausforderung am Anfang ist, durch die Technical Inspection zu kommen, haben wir geschafft, dann Wertungsläufe hinzulegen, hat auch funktioniert. Muss man dazu sagen natürlich, dieses Auto war für uns komplett neu. Wir hatten kein Know-how, das zu machen. Jetzt sind wir da einfach mal zu den Wettbewerben, musste noch einiges getan werden. Deswegen könnten wir jetzt erwarten, dass natürlich die Ergebnisse nicht so gut waren. Wir durften allerdings trotzdem zweimal, einmal in London und in Frankreich auf der Bühne mal wieder stehen. Genau, was haben wir denn mitgenommen? Einmal beim Shell Eco-Marathon den zweiten Platz, also doch, glaube ich, ganz gut für das, dass es eine komplett neue Kategorie war. Und beim Éduc Eco in Frankreich mal wieder den ersten Platz, wieder den Grand Prix, allerdings natürlich Urban Concept Klasse dieses Mal und noch ein paar Off-Track Awards, Technical Innovation, Motorization und Driving Strategy Award. Genau, wir haben dann festgestellt, das ist eine ganz ordentliche Grundlage für die nächsten paar Jahre und genau, ist, glaube ich, ganz gut, dass man darauf aufbauen kann, das noch weiter optimieren kann und vielleicht dann nächstes Jahr sogar den ersten Platz holt. Das wäre natürlich schön. Ja, und dann diese Folie noch, einfach nur, weil das Bild so schön war und weil man dann noch ein bisschen dazu sagen kann, wie unsere Motivation ist. Es ist nämlich einfach, ja, freiwillig sind wir da dabei und das ist einfach das coolste Gefühl, wenn man dann quasi seine Träume, die man erst am CAD, am Computer entwirft, dann zusammen mit den anderen Teams insgesamt zu einem fertigen, voll funktionsfähigen und auch richtig guten Auto zusammenbaut. Und da steckt eigentlich so viel Herzblut, so viel schlaflose Nächte da drin, dass man da sich schon sehr verbunden mit dem Auto fühlt. Und das ist auch immer so, das Lieblingsauto ist standardmäßig quasi das erste Auto, wo man dabei war, weil da steckt einfach so viel Zeit drin, da hat man so viel investiert, so viele Nächte. Allerdings, da wir haben ja gerade gesehen, wir haben wieder ziemlich einiges gewonnen, deswegen wäre uns das wahrscheinlich wieder zu langweilig, nächste Saison das einfach nur wieder ein bisschen zu optimieren. Deswegen geht es ein bisschen anders weiter. Hier sieht man von vor zwei Jahren ein autonomes Auto von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit Shell entwickelt. Und genau, beim Shell Eco-Marathon soll eben in der nächsten Saison auch eine autonome Kategorie stattfinden. Da wollen wir natürlich auch mitmischen, das ist unser großes Ziel und ganz getreu dem Hashtag Make the Future wollen wir da ganz vorne dabei sein. So, und jetzt möchte ich dann gleich noch den Alex hier vorne mit dazu bitten für die Fragen, das ist unser technischer Leiter, also falls Sie Fragen zur aktuellen Saison haben, vor allem technisch, allerdings auch natürlich zu allem anderen, dann gerne Fragen, um mal zwei Sachen vorne wegzunehmen. Dieses Bild, also diese Pixelgrafik quasi in Echtgröße zu machen, hat 3 Stunden gedauert und ja, ich bin der Obere da. Vielen Dank. Wenn Sie noch Fragen haben, dann gerne jetzt dazu und Alex, möchtest du mit vorkommen?
bei welchen Geschwindigkeiten werden denn diese Wettbewerbe gefahren? Und jetzt ist das natürlich ganz schön geschönt, so eine Rennstrecke. Wie sind denn die realistischen Verbrauchswerte von eurem Urban-Konzept? Also wirklich mal quer durch München gefahren oder so. Achso, noch eine dritte Frage. Ja. Sind auch Zweiräder zugelassen? Oder nur dreirädrig, vierrädrig? Nee, es ist leider immer festgeschrieben auf drei oder vier, weil es mit Zweirädern natürlich nochmal was ganz anderes wird. So, ist tatsächlich geschafft, die allererste Frage. Durchschnittsgeschwindigkeit ist ungefähr gemittelt 25 km/h. Allerdings, da kommen wir dann gleich zur zweiten Frage, die Streckengegebenheiten sind dann meistens eher nicht so, dass man das wirklich dauerhaft fahren kann. In London und in Frankreich waren zum Beispiel diese Saison oder auch letzte Saison zwei riesige Berge mit drin, mit 5% Steigung. Das ist schon einiges, dass man da mal hochschnauft quasi mit so einem Fahrzeug. Deswegen im Schnitt 25, damit man halt die Zeit einhalten kann. Und man versucht natürlich so nah am Zeitlimit zu sein, weil natürlich langsamere Fahrten energieeffizienter sind. Aber genau, wie gesagt, mal schneller, mal langsamer. Je nachdem, wie es gerade sein muss. Ist auch wieder die Frage, wie man fährt. Das ist jetzt leider ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich würde sagen, mit den doppelten Werten kommen wir auf jeden Fall locker hin. Also da würden wir es sicher schaffen. Es ist halt, sagen wir mal, das Komplizierte an heutigen Autos ist, dass sie so viele Anforderungen haben, dass wir diese 1,5 bis 2 Tonnen brauchen, damit man alles an Komfort, an Beschleunigung, was auch immer schaffen muss. Das muss gleichzeitig ein Familienauto sein, ein Sportauto. Das ist einfach so viel an Gewicht, was da rein muss. Und jedes kleine bisschen, was ich irgendwann an Gewicht brauche, für diese Funktion, für jede Funktion, führt dazu, dass ich meine Sicherheitsfeatures hochfahren muss, meine Geschwindigkeit oder meine Motorisation hochfahren muss, meine Bremsen. Kostet wieder Gewicht und dann bin ich in so einer Aufwärtsspirale. Und bei uns ist halt der Vorteil, weil wir eben von Anfang an sagen, wir beschränken uns auf diese 30, dass man wirklich einfach alles mal klein planen kann und dann wirklich auch mit diesen Werten hinkommt. Und bei 30 überstehen wir auch Crash problemlos. Was bei uns dann das Problem ist, wenn wir mit unserem auf 30 ausgelegten Auto gegen ein reales Auto antreten, dann haben wir natürlich das Nachsehen. Aber was die Verbräuche angeht, ist das dann wirklich mit den doppelten Werten, würden sie es schaffen. Also um das kurz zu wiederholen, das waren vorhin 60 Watt bei 30 km/h ungefähr, also wären das dann 120. Noch nachfragen oder passt das? Weitere Fragen? Sie haben so en passant von einem Zeitlimit gesprochen. Ich glaube, vielleicht bin ich der Einzige, aber wir haben es noch nicht verstanden. Wie funktioniert der Wettbewerb? Sie haben wie viel Zeit, um was zu tun? Genau, man muss 25 km/h im Schnitt fahren. Das heißt, man hat auch eine gewisse Strecke, die man in dieser Zeit fahren muss. In unserem Fall sind es jetzt 16 km in 39 Minuten. Und das resultiert dann eben in 25 km/h im Schnitt. Das heißt, wir müssen in den 39 Minuten müssen wir im Ziel sein. Dann wird der Lauf gewertet und dann geht es eben darum, wer schafft es oder wer verbraucht dann in diesen 39 Minuten am wenigsten Energie. Das ist der Wettbewerb. Genau. Ganz hinten. Bei euren Prototypenfahrzeugen ist ja quasi die Effizienz schon so gesteigert, dass am Ende des Tages der Kontakt zur Straße der höchste Widerstandsfaktor ist. Was verwendet ihr für Reifen? Vermutlich Fahrradreifen. Sind das irgendwelche von der Stange oder sind das Prototypen, die euch irgendwelche Zulieferer gegeben haben? Es sind tatsächlich Prototypen von Michelin. Die wurden vor, ich glaube, ungefähr 10 Jahren, haben sie da die letzte Version entwickelt, auch extra für diese Wettbewerbe. Es ist, sagen wir mal, ein aufgebohrter Fahrradreifen. Also die haben tatsächlich eine Karkasslage drin, ist ein bisschen Mittelding, aber speziell für die Wettbewerbe entwickelt. Und der Rollwiderstand geht dann, glaube ich, so Richtung 3 Kilogramm pro Tonne. Also doch nochmal ein ganzes Stück besser. Und mit 5 Bar oder mit wie viel fahrt ihr sie dann? Genau. Also was die aushalten dürfen, wenn wir vorsichtig fahren, dann fahren wir tasten uns mit 5 ran, normal 6, manchmal auch 7. Danke. Gerne. Hier vorne hätten wir eine Frage, wenn hinten nichts mehr ist. Du hast gesagt, du bist Informatiker. Welche Art von Programmieraufgaben oder welche Aufgaben fallen da so an? Also, kann ich uns gleich mal bisschen Werbung machen oder so. Also unser Fahrzeug ist schon technologisch gesehen praktisch, oder wir versuchen das immer so zu machen wie in den Serienfahrzeugen. Also wir haben sehr verteilt überall unsere Platinen mit ganz gesonderten Aufgaben und das Ganze über verschiedene Bussysteme, dann meistens diese professionellen CAN-Systeme miteinander verbunden. Und da ist es natürlich die Aufgabe, diese
Platinen eben einerseits mit ihren eigenen Funktionen auszustatten, andererseits natürlich die Kommunikation miteinander. Das Ganze geht dann allerdings auch noch per Telemetrie an eine App und an einen Server, wo man das Ganze auswerten kann. Genau, und dann gibt es zum Beispiel noch einen Fahrautomat, wo ich vorhin erklärt habe. Was wir auch selber machen, ist zum Beispiel der Motorregler. Der war sogar so gut, dass den jetzt unsere Sponsorenfirma mal in Kleinserie produziert hat. Da muss natürlich auch die Software geschrieben werden. Battery Management System fällt mir da auch jetzt gerade noch spontan ein. Also, dass die Batterie möglichst gleichmäßig entladen wird und dass da nichts in die Luft fliegt. Dann natürlich so ein bisschen das Fahrerinterface. Also wir kommunizieren natürlich alles auch über, über Bildschirme an den Fahrer, was das Auto gerade verbraucht, was es macht und so. Genau, das sind so die Sachen eigentlich. Genau. Oh, hallo. Also ich finde es super, dass ihr in diese Richtung Urban Concept gegangen seid, einfach das Ganze in mehr Richtung Alltag bringen. Da ist meine Frage, wie weit wollt ihr da noch weitergehen, weil ihr sagt schon, ihr driftet jetzt Richtung autonom ab, aber habt ihr wirklich die Idee, ein Auto zu entwickeln, was eine Straßenzulassung bekommt? Klar, jetzt noch, die Teile sind so optimiert, dass es wahrscheinlich extrem teuer ist, aber auch da den Schritt, wie weit muss man da gehen, dass es in die Richtung Serienfertigung gehen kann? Also, wollt ihr da die Automobilindustrie herausfordern oder nicht? Das ist eigentlich so die Frage, weil ich denke, viele Leute warten noch mit Elektroantrieb. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich schon ein Auto zu kaufen von den Firmen oder nicht? Oder wie schaut es aus? Und ich finde es klasse, dass ihr schon mal in die Richtung geht, weil man hat oft das Gefühl, dass es halt mal Spielerei, Wettbewerbe, aber jetzt, ich finde es echt lästig, dass ihr da hingeht. Gedanklich ist es halt immer die Idee, dass man sich selber sagt, man will was Besseres bauen. Man will eben zeigen, dass es möglich ist. Thema ist, ja, unser Vereinszweck ist jetzt erstmal das Wettbewerbefahren. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nur Wettbewerbsfahrzeuge bauen. Was auf jeden Fall immer eine Rolle spielt, ist eine Straßenzulassung. Also da will ich jetzt nicht versprechen, dass es das dann und dann geben wird, aber wir machen uns da immer Gedanken. Und ich denke, dass es den auch in diesem Jahrzehnt noch irgendwann mal einen mit Straßenzulassung geben wird. Aber es ist halt wirklich, es ist als Prototyp gedacht. Bei der Frage vorher habe ich es, glaube ich, ein bisschen schon mal anklingen lassen. Wir konzentrieren uns halt rein auf Effizienz. Und wenn man wirklich auf der Straße stehen müsste und dann auch im Crash mit einem, was weiß ich, mit dem Audi Q7 überleben müsste, da müssten wir dann doch noch einiges machen. Das ist leider aktuell nicht drin. Und bis dahin, da hätten wir dann auch viel höhere Verbräuche, wenn man das realisieren könnte. Insofern, es ist unsere Herausforderung, unser Anspann, dass man sagt, wir will was Besseres zeigen. Aber ich fürchte, dass man jetzt den 1:1 so nie sehen wird. Tut mir leid. Okay, dann vielleicht eine letzte Frage. Da. Was packt ihr da für einen Akku rein? Also 60 Watt, 40 Minuten reichen ja 40 Wattstunden aus. Ja, also ist der dann so winzig oder? Ja. Also bei den Prototypen war es immer so. Wie war es denn ungefähr? Genau, die neuen haben jetzt sowas. Also wir haben 48 Volt System und die aktuellen Akkus haben, glaube ich, 10 Amperestunden, weil wir ganz, 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 ganz sicher gehen wollen, wenn irgendwas absolut Unvorhergesehenes passiert. Wahrscheinlich würde auch wieder ein 6 Amperestunden Akku reichen. Was man da gleich oder noch in dem Zug dazu sagen kann, nicht nur unser Akku ist so klein, sondern auch die Motoren. Also wir treiben diese Fahrzeuge mit solchen Motoren an, also die kleinen mit, 7 cm Durchmesser. Jetzt das große Fahrzeug mit 2 x 8,5 cm Durchmesser. Also das ist wirklich nichts, was man da quasi an Motorleistung braucht. Super, vielen Dank. Vielen Dank für euch, an euch. Ja.